Islam Makhachev. Er ist meiner Meinung nach zurzeit der dominanteste Fighter in der Leichtgewichtsklasse der UFC. Viele kennen ihn auch als guten und engen Freund von Khabib, aber über ihn ist noch vieles unklar. Heute will ich ein bisschen Licht in das Dunkel bringen und euch 10 Fakten über ihn vorstellen. Islam ist in der Stadt Makhachkala in Dagestan geboren. Doch als er noch sehr jung war, verließ er den Ort, um Kampfsport zu lernen und zog dann nach Burshi, wo er dann das Sambo erlernte und auch Khabib, seinen Kindheitsfreund, kennenlernte, mit dem er bis heute noch sehr gut ist. Dadurch, dass er sehr früh umgezogen ist und sozusagen der Neue in der Stadt war, hatte er sehr viele Probleme in seiner Jugend und hatte sehr viel mit Schlägereien und anderen Dingen zu tun. So wurde er oft als Schwächling bezeichnet und einfach runtergemacht. Doch Islam erkämpfte sich nach einigen harten Fights auf der Straße natürlich den Respekt der anderen und wurde von da an in Ruhe gelassen. Viele denken, dass MMA-Fighter immer hart sein müssen, doch das stimmt nicht. Viele lassen ihre ganzen Aggressionen einfach im Cage raus und im normalen Leben sind sie ganz normale Bürger wie du und ich. So vertreibt Islam seine Freizeit sehr oft mit Reiten und erkundet die Natur. Für Islam ist der Glaube sehr wichtig. So nimmt er wegen seinem Glauben keine Drogen und fokussiert sich voll und ganz auf seinen Glauben und natürlich das Training. Er pilgerte sogar einmal mit Khabib und seinen Jungs nach Mekka, um so seinen Glauben zu stärken. Viele denken, dass Makhachev der kleine Bruder von Khabib ist, was allerdings nicht stimmt. Er ist nämlich nur ein guter Freund. Aber man kann sagen, dass sie sich wie Brüder verhalten, dass sie sich schon seit sehr jungem Alter kennen und auch zusammen groß geworden sind. Islam wurde in seiner ganz frühen UFC-Karriere schon mal KO'd, da er zu wild geworden ist und einfach nicht auf seine Deckung geachtet hat und so dem Gegner dann Lücken gelassen hat, um einen präzisen Treffer zu landen, der ihn dann auf die Bretter schickte. Aber nach dem Fight wurde er nicht nochmal besiegt und hat jetzt heutzutage eine 8-Fight-Winning-Streak, was echt schon sehr unglaublich ist in der UFC. Islam hält den Rekord, die wenigsten Wirkungstreffer pro Minute zu kassieren. So kassiert er 0,77 Wirkungstreffer pro Minute. Also um euch das nochmal zu verdeutlichen, Islam wird mit einem cleanen Schlag pro Minute getroffen, da er so einen dominanten Style hat. Dieser Style verängstigt auch viele Gegner in der UFC. So findet er sehr wenige Gegner in der Top 5, da alle keinen Bock haben, gegen ihn zu kämpfen und das Risiko einzugehen, zu verlieren. Da sie schon schlechte Erfahrungen mit Khabib gemacht haben, der auch so einen Sambo-lastigen Style hat. Islam trainiert wie Khabib beim AKA, wo auch DC, Luke Rockhold und Cain Velasquez anzutreffen sind, die sehr große Namen in der UFC haben. Der Cheftrainer von Islam Makhachev war Abdulmanap Nurmagomedov, den viele als Khabibs Vater kennen. Er lernte ihn das Sambo und führte ihn auch großenteils durch MMA. Als Abdulmanap 2020 tragischerweise von uns gegangen ist, übernahm Khabib die Rolle des Trainers und ist seitdem bei Islam in der Corner. So Freunde, das waren 10 Fakten zu Islam Makhachev. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, um mich zu supporten. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Also in dem Sinne, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!